Hallo, willkommen zurück hier im Kingdom Hearts Birth by Sleep. Und jetzt wieder bei Aqua, ja. Manche sagen vielleicht, da kommen wir voll durcheinander auf der Zeit. Aber so ist halt nun mal die Timeline. Ab geht's in den Zwergenwald mit Aqua. Ab geht's. What has happened here? Poor Snow White. She was just as sweet as could be. She sang us pretty songs. And made us smile. At bedtime, she told wonderful stories. About falling in love and the prince she'd met. And when we went to work, she gave us all a kiss. She was so full of kindness. Why, she made better folk of all of us. From what you've said, she must have been very loved. But how did this happen to her? A wicked queen was horribly jealous of our dear Snow White's beauty. So she used her evil magic to change into an old hag. Then she gave Snow White a poisoned apple. And by the time we got here, well, it was just too late. We found the princess as still as can be. Nothing we could do would wake her. Isn't there some way we can help her? Well, not unless somebody craves the basil. I'll brave the castle. All you fools can stay here doing nothing. But I'm not afeard of going, not even to that witch's lair. You'll never make it. The castle's supposed to be guarded by magic and crawling with monsters. All right, then I'll go. You will? I will. Leave it to me. Well, all right, my dear. We'd be much obliged. Ich muss schon sagen, manche Märchen sind sehr, sehr krass. Mir ist nichts eingefallen. In dem Fall auch die Schneewittchen und sieben Zwerge. Ich glaube, die Märchen waren noch mal für Erwachsene. Da war doch wohl was, ne? Schon etwas länger her. So. Also erstmal, gehen wir auch rein. Ich habe keine Heiltränke mehr. Oje, oje. Geht's in Wokri, die haben mir ein bisschen was verkauft? Das wäre sehr, sehr nett. Und ja, Schneewittchen sagt, das ist schon etwas traurig. Und, oh, den Rachesturz gibt's hier. Das ist einfach ein Gegenangriff, wenn man getroffen wird, als Konter. Das Coole ist nur, wenn man einen Rachesturz ausführt, ist man unverwundbar. Der Konter von Ventus, da ist man verwundbar. Das heißt, bei der Aqua ist es ein bisschen besser. Muss man nicht so viel aufpassen. Ah, es ist ja doch ein Mogri. Hallo, Kubo. Okay, der hätte das Tweet, aber ich habe kein Geld. Heißt es verkaufen? Sieht nicht danach aus. Na gut, dann werde ich mal ein bisschen Geld sammeln müssen. Oh, und da hinten war noch eine Kiste, oder? Ah ja. Die vergesse ich so oft. Ein zweites Gift. Oh, immer rein damit. Zwei ist besser als wie gar keins. So. Zweimal Gift. Macht nicht doppelten Schaden, leider ist also nicht. Wie sagt man, stackbar. Aber damit kann man schön nerven. Na gut, dann auf zum Schloss der Königin. Beziehungsweise. Wohl passt schon, ne? Ja, ja, ja. Eine Dame, die so ein bisschen älter ist, die einfach mal so sagt, jo, ich bring sie um, einfach weil sie schöner ist wie ich. Ja,
Das ist Märchen. Da muss ich nicht verstehen. Es ist einfach so. Zack, zack. Ach, verzieht euch. Upsi, ups. Mag den Donnerschlag, der ist verdammt schnell. Hat er eine Vorzeit, wenn man so schnell angreifen kann? Wenn der Gegner langsam macht, das sieht richtig cool aus. Yeah. Weiß man fast gar nicht mehr, wann man blocken muss, so langsam sind die. Ja, und Donnerschlag! Ein Rhythmusangriff, der extrem stark sein kann. Der ist nur begrenzte Reichweite. Ah, ich bekomme sehr viele Heiltränke. So gefällt es mir, wenn ich einen Charakter habe. Wenigstens Heiltränke. Stimmt, hier waren ja mal die Bäume, die komplett ausgerastet sind. Eventus, ja, da hatte ich Probleme. Habe ich komisch weitergemacht. Ups! Wer zieht euch? Ups! So viele Gegner sind hier. Ups, ups, ups. Da noch mehr? Dann geht's mal mit. Oh, da ist schon fertig. So, das vergisst man schon mal, wenn man da einen Charakter wechselt. Wer eigentlich gerade dran war, wer Team Link Master und wer nicht. Diese Vögel sind extrem nervige Gegner. Na komm, komm, komm. Ach, reicht noch was. Na egal. Saftblasen! Ich frage mal, ob ich schon dran, dass Level 2 ist. Die Saftblasen. Upsi! Und mit dem Treffen, oder? Doch? Okay. Also ich finde es extrem nervig, einfach weil sie ständig herumschweben. Das ist kein Witz. Magst du Gift? Und einen richtig krassen elektrischen Schlag. Damit kommen wir bei Aqua. Blitz, Stufe 2, so muss es sein. Ab geht's mit Terrace. Ja, ja, dass man Luftblock kann, ist ganz nice. Upsi, und tschüssi! Und macht ja kaum Schaden. Okay, hätte nicht gedacht, dass mich noch was trifft. Upsa! Aqua, dein Schaden ist ein bisschen sehr gering. Ich weiß, dass sie Magierin ist, aber trotzdem auch mit Magien macht sie gerade den besten Schaden. Also wird sich noch hoffentlich ändern. Ah, ab geht's mit Ars Magica. Ach, ich mag diese Angriffe, die Luft sind. Drehen, 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 drehen. Und es reicht nicht. Wow. Ich habe das Gefühl, die gute Dame braucht mehr Angriff. Und das hat mich überrascht gerade. Das ist immer so bei Aqua am Anfang, dass ich checken muss, dass sie eine Kanone ist, die nicht so viel Schaden macht, aber aus Glas besteht. Na gut. Also jetzt aufpassen und mit Gift arbeiten. Extrem viel Geld. Ich kann höchstens den Terra ein bisschen aufleveln. Ups, ups. Falls ich Glück habe. Und ups. Dann zieh dich. Ah, springst du? Jo, ich spring. Dong. Nix betreffen, mein Freund diesmal. Schon aufpassen, wenn man so eine KP hat im Same. Ja, ja. Was? Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Das ist mir wirklich schon lange nicht mehr passiert. Ich will ausweichen und dann kommt eine zweite Schockwelle. Ja, das kann vorkommen. Schon sehr krass, ich meine. Haben wir gesehen, dass ich ausgewichen bin, ja? Ab und gemeint, passiert nichts und auf einmal, tschüss, weg. Das wird aber noch öfter passieren. Ah ja. Das ist eine Ankündigung, ja? Das wird wirklich öfter passieren. Ob ich will oder nicht. Ups. So, diesmal gehst du sterben!
Alles näher. Zack! Naja, gibt Schaden. Wieder toll! Miau! Tschüss! Puh, der Gegner hält auch was aus. Meine Güte, ich muss mich ja einfach mehr anstrengen. Nicht zu sagen, jo, schon happy, happy, lava Fahrer. Das Spiel ist das einfachste der Welt. Dann ist es verdammt schwer. Alles klar. Ich habe mit Aqua auch schon ewig nicht mehr gespielt. Warum? Ich habe noch keine Lust gehabt. Ganz im Ernst. Leider. Upsi. Ah. Nicht, weil sie selbst im Schmäh ist, sondern einfach keine Lust. So was kann es geben, ja? Ah, ich wünsche mir bitte mehr Angriff. Dass dieser Angriff wenigstens die Gegner wegmacht. Das wäre sehr nett. Puh. Ich will die älteste Erfahrungspunkte der Trotz behalten. Das wäre sehr nett. Ups. So viele Gegner. Sehr viele Gegner. Was? Keiner gibt mir das abgefilmt Terra. Naja. Kann schon mal vorkommen. Komm. Jawohl. Das war das riskant gerade, aber egal. Seifenblasen. Na komm. Na, oh, ich habe ausreichend zurück. Also, das ist nachher angenommen. Haben wir gesehen. Angekommen. Schön. Noch immer kein Upgrade. Das ist gerade ein bisschen Pechsache. Gibt's hier noch eine Kiste? Ach, ist so spät. Ich will jetzt nicht hier schon wieder rumhängen. Dum. Ich würde sagen, einfach mal weitergehen. Das sind jetzt bei großen Lichtung. Ups, ja, das war knapp. Okay, gut, dass ich den Bildschirm gewechselt habe. Das ist ja wirklich ein Horror mit Aqua. Das Gute ist, wenn man so neu startet, die D-Link-Leiste und die Fokusleiste sind vollständig wieder aufgeladen. Das macht das Ganze interessant. Fluppern! Danke sehr. Ich habe es schon gehört. Komm schon. Das sei erwartet. Ach, raus aus der Ecke. Das kann sonst sehr gefährlich werden. Upsi! Alter, diese Schlappdinger. Die hauen so schnell zu, das ist unglaublich. So. Jetzt kriege ich euch aber, ja? Ich hab so ein Gefühl. Nein. Nicht so. Nicht so einfach. Ich glaube, ich versuche mal mit Cinderella. Das Interessante an dieser Cinderella ist, dass die Befehle komplett anders heißen, aber die gleiche Wirkung haben wie die normalen Befehle davon. Zum Beispiel der Wunschkreisel. Aufladen und erschlagen. Der Feenschritt ist der Barrierensturz und die Feenheilung ist Vita. Der einzige Unterschied ist, die Aufladungsdauer ist extrem schnell. Und stimmt, Cinderella hat eine coole Ability, wenn sie auf Level 2 ist. Das ist der Abschlussangriff. Einfach immer dann X drücken, wenn das X vor der Kutsche ist. Dann gibt es einen schönen kurzen Stoppmodus für die Gegner. Upsi! Und. Ach, die Kommandos, die laden sich da wirklich verdammt schnell aus. Ist eine Art Notfall-Plan. Ach, geh weg! Als Raumfunke ist ein sehr interessanter Abschlussangriff. Upsi. Doink. Sind ein paar Schüsse, die mehrere Gegner treffen kann. Aber das kommt selten vor. Da noch mehr Gegner? Bitte, immer damit. Immer her damit! Upsi. Ich will nämlich mal auf Level 3 hier kommen. Endlich mal. Wäre von Vorteil. Und wenn man das nebenbei mal daneben schlägt mit dem Abschlussangriff, dann kommt so ein Ton Dead. Der sagt, jo,
Mach's richtig. Komm, dum, 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 dum. Na, ich freue mich schon, wenn die Staff-Platten auf Level 2 sind. Dann geht das um einige schneller. Upsi! Nein, 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 nicht diesmal. Damen. Damen. Bist du sicher, dass es Damen sind? Jetzt schon. Ach man. Okay. Nicht mit mir. Ich sollte nicht so überhastet reagieren, wenn die angreifen. Ja, jetzt noch ein Freundkristall. Einfach so. Juhu! Ah, gut, dass man beim Parierenschutz unverwundbar ist. Nein. Ah, jetzt aber richtig. Ein ziemlicher Horror hier. Und noch immer nicht Level 3. Habe ich nur Erfahrungspunkte angelegt und ich weiß es nicht? Nö. Das ist schon sehr interessant. Ich kriege auch so wenig Erfahrungspunkte hier noch. Das ist ja wirklich nicht lustig. Is something wrong? This castle, it's different somehow. And I can't find the princess or hear her beautiful voice. Was it all a dream? Wait. You mean you know Snow White? Oh yes. We met once. It was a song that drew us together. Has something happened to the princess? Yes, I'm afraid so. The wicked queen tricked her into eating a poisoned apple. I must go to her. Where is she? In the woods, guarded by 7 kind dwarves. I will find her. Perhaps there's a way I can help. Sie ist schon tot. Was willst du machen? Bist du ein Arzt? Und selbst wenn... Die liegt schon lange herum. So, ah, danke sehr fürs Heilen. Ich brauche unbedingt Vita. Unbedingt. Das wäre... Ja, komm schon. Mach die Kiste auf. Geht doch. So. Woohoo! Zoink. Ich muss mich ja sagen, Aqua, du bist eine Glaskanone. Ohne Kanone. Prozentsticker. Werde ich später einsetzen. Was diese Sticker eigentlich machen? Stimmt, da habe ich noch gar nicht gesagt. Damit kann man ein Album bestickern. Und wenn man eine bestimmte Anzahl an Stickern hat, kann man die reinsetzen und bekommt mal coole Sachen. Interessant ist, die gute Akku kann hier rein ins Schloss, obwohl die, glaube ich, hier nichts zu suchen hat. Das heißt, wir zücken. Vielleicht kann der gute Prinz vielleicht doch was machen. Dumm. Moment, ich glaube, ich muss doch ins Schloss. Ah, Aqua schon zu lange nicht mehr gespielt. Einfach wirklich zu lange. Terra und Ventus ist es noch nicht so lange her. Auch schon erst ein paar Jahre. Aber bei Aqua, boah. Die habe ich erst zweimal gespielt oder so. Ventus und Terra öfter. Komisch ist aber so. Zack. Giftschaden könnte auch ein bisschen mehr sein. Alles wird doch besser! Nämlich, weil es immer Großteil ist und endlich ist Half-Blaze auf Level 2. Das habe ich an Down gewonnen. Das heißt, das leitet sich jetzt schnell auf. Oh ja, um einige schneller. Und man hat noch mal Schieß hinterherballern. Mit X, glaube ich, ne? Yep. Je schneller man drückt, desto mehr Half-Blaze kommt nach. Dann kann man das Half-Blaze singen, das kein Dex hat. Ja, stimmt. Bei dir gab es auch ein paar Items hier, ne? So. Blitz! Gift! Ab geht's mit dem Donnerschlag! Ich mag den Donnerschlag irgendwie. Der ist so richtig elektrisch geladen. Stimmt, wenn man diesen Extra-Dingern ist, wie Donnerschlag, Asmasi-Krieger oder As... was auch immer, hat man mehr Angriff und mehr Magie. Nicht viel, aber man merkt es. So, bitte grüne Flasche. Danke sehr. Die hält nämlich einen. Die blaue Flasche gibt einen Dealing-Punkt, die rote explodiert und macht Schaden. Oh
Woohoo! Achtung, der springt gleich. Yeah! Mach einen Sturz! Ganz random. Juhu! Manchmal trifft mich das und manchmal nicht, wenn ich in der Luft bin. Das ist so ein bisschen random noch. Ich glaube, ich sollte vorsichtiger mit ihr umgehen. So. Hier ist ja was zu Hause. Ah ja, mein Gegner. Und gib mir Terrapreta, das wäre sehr nett. Das war gerade der Konter, wo getroffen wird. Der Bären-Konter, wie ich so gerne sage. Was? Juckt er dann. Upsi! Nein, nein, nein! Oh. Könntest du aufhören, die Flasche anzuvisieren? Das wäre sehr nett. Also manchmal bin ich so sehr riskant unterwegs, ich weiß. Ja. Geh weg! Ich habe schon gemerkt, alle wollten, dass ich fehle. Nur ich nicht. Darum haben wir es angestrengt ohne Ende. Oh, es kommen noch mehr. Na gut, wenigstens krieg ich Kugeln! Achi! Hey, das wollte ich noch nicht aktivieren. Oh, Kiste auf! Läuft es da? Ich glaube, es wäre gut gezaubert da hinten. Schönes. Was war das? Moment. Abschlussangriff! Juhu! Habt ihr schon gesehen? Gift. Oh ja, bei ihm merkt man richtig, dass das Gift schon etwas mehr Schaden macht. Immer dieser Schaden, der brutal ist. Oh, in was? Ich war schon Level 3? Gar nicht gekriegt. Das ist etwas bitter. Egal, so bin ich jetzt Level 4 und Magie ist weiter gestiegen. So, ich kümmere mich mal nur nicht um euch. Wie viele Kisten da hinten haben, die da ist. Nein! No! Warum war das so klar? Warum war das so klar, dass das passiert? Da gibt es nichts hinzuzufügen. Eisklinge! Verzieht euch! Das sind ganz schön viele Gegner hier. Die haben sich das auch mal interessant. Die brauchen jeden Tag. Zack, zack! Ah! Erzieht euch! Oh, der Gegner, meine Güte! Also, Aqua merkt man schon, dass sie wenig Angriff hat. Upsi! So. Noch nichts gemastert? Schade. Ah, stimmt, ich habe den Punkt Mitternacht erhalten, ne? Man merkt schon mal, dass das Anfangsschwert von Aqua nur 2 Angriffe hat und auch das Punkt Mitternacht. Einziger Unterschied ist, dass das Schlüsselschwert Punkt Mitternacht öfter kritische Treffer macht. Das heißt, es macht manchmal mehr Schaden als wie sonst. Sieht ganz nett aus, wie ich finde. So. Dum, 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 dum. Dann das Ganze hier nochmal. Ab diesmal sind keine Gegner dabei, die mich aufhalten würden. Ja, bei ihr ist mit dem Rad wirklich schneller. Merkt man schon. Upsi, upsi. Ups. Und runter. Schneller. Ah, ich habe gesagt schneller, nicht langsamer. Ah, 3, 2, 1. Komm, komm, komm. Ich wollte. Kein Kommentar dazu, Leute. Einfach nur weitermachen. Das hat keiner gesehen. Nein, nein, habe ich geschnitten. Ja, genau. Was habe ich geschnitten? Genau, gar nichts. Nein, es wurde nichts geschnitten. Ja, ja. Ich bin genau vorhin. Ach, ich kann sowas nicht. Komm schon. Nicht nochmal, Aqua. Alle guten Dinge sind drei, also. Passt schon. Ich muss zugeben, die Zeit ist hier auch ein bisschen knapp bemessen. Bisschen arg.
Ich glaube, da darf ich überhaupt nicht stecken bleiben. Na dann, Speed-Modus an! Das ist ja wirklich sehr knapp, wenn mir es nicht... Oh! Kein Kommentar. Ach, diesmal aber nicht runterfallen. Danke. Und das alles für ein Feuer. Hat sich ja ausgezahlt. Fast zumindest. Ups. Einmal weiter angreifen. Ups. Stimmt, so kann man auch hoch. Aber das ist verdammt schwer. Genug gefällt? Ja? Dann ist gut. Wir haben alle gelacht wieder mal. Das ist bei Aqua immer so. Immer! Am Anfang zumindest. Keine Sorge, das wird sich noch bessern. Hoffentlich. Sonst werden wir immer bei Aqua sowas zu lachen haben. Zumindest ich. Ich weiß nicht, wie er sowas zeichnet. Er ist der schlechteste Spieler, den ich jemals gesehen habe. Ja, das kann sogar stimmen. Ups. Dumm, dumm, dumm. Ach, verzieht euch ihr schönen roten Gegner. Und gebt mir endlich mal so ein Terra-Upgrade, das wäre angebracht. Das wäre sehr angebracht. Mir kommt vor, die Schwelle ist etwas länger. Hört mir gerade so auf. Gut, endlich mal was gemastert, nämlich den Blitz. Da macht jetzt Maximalschaden, wenn ich nicht auswechseln würde. Ich muss mal fusionieren, vielleicht kriege ich da mal was Stärkeres raus. Mein Feuerer würde schon gut tun. Oder sowas ähnliches. Ups! Oh ja, man merkt schon, also Feuer macht da richtig viel. So mag ich's. Ups, ups. Merkt man, dass die Magie wirklich verdammt stark ist. Und Attacken, die so halb magisch sind, so wie Eisklinge, machen auch sehr viel Schaden mit der Magie. Oh yeah. So, schön reinhauen. Schön viel Magie nutzen. So muss das. Und Kugeln. Und tschüss! Danke sehr. Heute ist mein anstrengender Tag. Muss an der Aqua liegen. Zack. Und noch. Ach stimmt, das ist die falsche Kiste, ne? Genau. Oh, Feuer macht er richtig viel Schaden. Noch das Gift, so muss es sein. Dann merkt man gleich mal. Wo ist mein Angriff eigentlich? Nicht vorhanden. So. Ich glaube, da hinten war auch eine Kiste, eine falsche, ne? Ja, genau die. Und die dahinter, das ist eine richtige. Denn es gibt keine kleinen falschen Kisten, es gibt nur große. Was ich interessant finde. Oh ja, die Eisklinge macht doch richtig viel Schaden. So muss das. So, schau mal. Was kann ich jetzt fusionieren, was es überhaupt möglich ist? Schau mal. Nix! Ha, läuft. Na gut, dann weiter im Text. Dum, 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 dum. Ach, wir müssen zuerst Terra haben. Ups, ups, zieht euch! Oder Moment, gebt mir das Terra-Upgrade-Ding. Mann, jetzt wird langsam mal Zeit. Findet ihr nicht? Nein? Noch immer nicht? Ihr seid hartnäckig, wisst ihr das? Was so wie ich? Dong. Ich finde diesen Abschlussangriff interessant. Bei Terra dauert er extrem lange und bei Ventus und Aqua einfach so ein schneller Schlag, so ein übel starker. Ah, ich mag viele Gegner. Aber wenn sie mir nichts geben, ist es auch nicht so schön. Upsi! Oh ja, Abschlussangriff haut ja richtig rein.
Nein, nein! Nein, ich wollte doch ausweichen. Das haben wir davon, wenn man sich auf einen Gegner konzentriert, weil man weiß nicht, was der andere macht. Weiß nicht, wie knapp das jetzt war. Ah, ab geht's! Seifenblasen-Time! Das Gute ist, wenn man das ausführt, ist man ist unbewohnbar. Gibt's einige Dinge, wo man unbewohnbar ist, aber... Ich finde, es ist trotzdem besser wegen Kingdom Hearts 2, wo man durchs Limit auch unbewohnbar war. Weil hier dauert das nicht so lange. Und zweitens, man muss den D-Link immer aufladen. Halt den Abschlussangriff. Puh, da wären wir. Oh, stimmt, ich hätte. Oh, Mist, das wird lustig. Something's not right. Ja, die Arca muss auch gegen den Spiegel kämpfen. Wer hätte das erwartet? Und das jetzt ohne Vita? Das könnte lustig werden. Ich glaube, bei ihr ist es sogar schwieriger. Zumindest gefühlt. Kann sein, dass es gleich schwer ist wie bei Terra. Oder wenn das hat davon bald gar nichts mitbekommen, da war einfach ganz woanders. Okay, der Kampf geht eigentlich ziemlich gleich. Derjenige, der lacht, ist der Richtige. Wo ist er denn? Andere Seite? Ah nein, hier! Das wird harter Kampf. Wo bist du? Ah, da. Das war so klar. Gut, dann habe ich wenigstens jetzt mehr HP und die D-Link-Leiste ist voll. Also, neuer Versuch. Das wird wirklich schwer, ohne Vita. Da sollte ich vielleicht nicht so viel reden, ne? Ja, du fliegst schnell weg. Na dann also. Boah, der macht ja richtig viel! Und ich dachte, das wird chillig. Nix da, nix da, nix da. So, jetzt zeige ich mir das Cinderella ein bisschen Heilung. Bist du... Zu viele Gesichter und nur eins ist richtig. Ah, da hinten. Er ist immer sehr weit weg. Wo bist du? Ah, da. Du versteckst dich gern, weißt du das? Okay, drehen, 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 drehen. Ah, da war auch nicht viel Langzeit. Ah, jetzt er. Zacki, zacki, zacki! Na stimmt, verwirrt. Das ist ein Zustand, der ziemlich nervig ist. Da verdreht nämlich eure Steuerung. Habe ich es jetzt auch noch nicht gesehen. Aber bevor das innere Laus ist, noch eine Heilung. Achtung, Achtung. Gut, dass man das blocken kann. Ups. Ja, merk schon, dass man wenig Schaden macht. Das macht das Ganze wirklich knackig. So mag ich es aber auch. Einfach wegen bleiben. Ich glaube, Rollen ist jetzt überbewertet. Wo bist du? Ah, da. Der ist wirklich immer sehr weit weg. Bei Terra war das nicht so. Da waren wir ziemlich in der Nähe. Ah? Oh! Nicht mit mir!
Drehen. Mensch, dann bewegst du dich. Ah, zack, zack. Upsi. Dass ich mich nur sofort einstelle, dass sie verdreht ist, die Steuerung. Ich weiß halt nur nicht, wie sie verdreht ist. Okay, das ist nicht blockbar? Das überrascht mich jetzt. Im Ernst, das überrascht mich, dass das nicht blockbar ist. Alles klar. Da, da, da. Also wenn, halt so, wenn ich jetzt zu viele Versuche brauche, werde ich zum Mokri gehen und mir ein Vita holen, weil ohne Vita ist das... unangenehm, sag ich mal. Na gut, dann halt drehen. Okay, ich glaube, man kann ihn nicht beim ersten Mal treffen. Er wirkt sich nämlich mit. Erst beim zweiten Mal. Lange Combo. Da ist er. Whoops. Und Feuer hinterher. Einfach so. Nom. Zu früh. Hat trotzdem nicht getroffen. Das muss sein. Ach stimmt, da kann er vergiftet werden. Okay, versuch mal die andere Richtung. Vielleicht ist das kürzer. Scheint nicht so. Alter, ich glaube, der war auf der anderen Seite. Weil das ist nämlich ein runder Raum. Den komisch ist auch. Ich hab. Ne. Falsche Taste gekriegt. verkehrte Steuerung. Ah, total verkehrt, Alter. Zum Glück hält das nicht ewig, die Verwirrung. Das wäre sonst der Horror. Und da ich jetzt weiß, dass man diesen Angriff nicht blocken kann, werde ich den jetzt immer ausweichen. Der Angriff ist auch ein bisschen nervig nur. Einfach Bewegung bleiben. Haben wir keine Probleme. Achten, welcher von denen lacht. Ah, da hinten. Da links. Habt ihr schon gesehen? Das ist ein guter Aqua, ein bisschen langsam unterwegs. Ah, diesmal nicht. Da kann man auch Surfblasten auch nutzen. Nebenbei, alle anderen Gesichter sind immer unverwundbar. Nur das lacht ist verwundbar und das war gerade ein schlechter Ausweicher. Ein sehr schlechter. Muss nicht weiter sagen. It must be
Das hat auch ein paar Versuche gedauert. Genau wie der Kürbis, aber das war etwas schneller. Etwas. The Queen is gone, my service done. Adieu, O victorious one. Komischer Spiegel. Princess! Gut geschlafen? That's so sweet. It's just like a miracle. Ventus, why won't you wake up? You're awake! Ventus! Oh, it's a miracle! Terra! Master Ericus! Ventus is awake! Every waking is a new journey. Maybe Vent left because it was his time. Möglich. Schneewittchen kann in Dimensionslinie hergestellt werden und der Schatzsuche bekommen. Ich glaube, im Märchen hieß es, dass die Schneewittchen am Apfelstück verschluckt ist und nicht es wirklich gegessen hat. Frag mich nicht, ich habe schon lange nicht mehr gelesen. Sehr lange. Gut, Leute, ich sage bis next part. Und ich glaube, ich werde mit Aqua ein bisschen mal Geld holen und Vita kaufen. Weil so ist es sehr schwer. Okay, ich mag es schwer, aber man sollte es auch in Grenzen halten. Bis next part und ciao.